Hallo liebe Freunde, willkommen im Spiel 7 Days to Die gemoddet mit der Monstervation. Wir haben den Tag 93, ich war wieder in der Mine, haben ein bisschen Eisen gefunden und Gold und natürlich auch 16, ach Silber ist das, ich dachte das wäre jetzt Schitte. Wir stellen jetzt hier schon mal ein bisschen Gaskan her, weil dieses Kompressionszeugs braucht 100 Gaskan für einen Eumel hier. Ein bisschen heftig, alles sich jetzt im Moment nicht ändern. Mich reizt heute besonders immer noch die Möglichkeit, eine Bienenzucht anzufangen hier. Und da ich jetzt an dem Tag, der nicht aufgenommen wurde oder nur schwarz aufgenommen wurde, 5 oder 6 Mal auf Bienen gestoßen bin, ohne Bienen, also ohne eine Königin in den Baumstümpfen, habe ich mir gedacht, ich gehe erstmal hoch in die Bücherei wieder rein. Moment. So, ich kann ich doch erstmal alle wieder wegpacken hier. So, wir gehen in die Bücherei rein und gucken nach, ob wir ein Bienenbuch finden. Die Fahrten schneide ich wieder raus. Ich nehme hier immer dieselbe Bücherei, die ich einmal schon offen gemacht habe, weil das dann schneller geht und ich nicht alle Kisten wieder aufkloppen muss.
wir haben viel Papier gekriegt, aber das, was ich haben wollte, habe ich nicht. Also bei allem war richtig. Ich mag es nicht, wenn der Tag so anfängt, dass ich mein Ziel nicht erreiche. Für eine 762er oder was ist das hier?
mit den Waffen, das reicht mir jetzt erstmal. Ich habe da keinen Bock drauf. Dieses Klein-Klein immer. Wir tingeln nochmal ab im Keller Holz nachlegen und sowas. Ich habe oben eh keinen Platz mehr. So, da wir schon lange nichts mehr Dummes gemacht haben, will ich jetzt was Dummes tun. Und zwar nachgucken, was hier drin ist. Abbauen kann ich die ja nicht. Und da will ich mal gucken, ich will da mal reingucken. Nee, ich komme da nicht rein. Schade. Ich komme hier noch raus. Ja, habe ich mir gedacht. Schade eigentlich. Ich hätte mich gerne da in die Mitte mal reingestellt, während die Horde kommt und überlebt ohne Schwierigkeiten.
aber trotzdem cool gemacht, denke ich. So, eins gibt's noch, was mich dringend interessiert, ist, wie tief hier die Bodenplatte geht. Sind 14 Schichten Beton. Hölle, Hölle, Hölle. Das waren die beiden Dinger, die ich unbedingt wissen wollte. Ich denke mal, dass der Generator erst morgen fertig wird. Ich gehe nochmal zu den Tieren gucken. Ich habe da noch zwei Tiere da hinten in dem Kühlschrank. Können wir da auch dabei setzen. Befreie dich mal aus deinem Gefängnis, Kuh. Duselige. Jetzt komm, hau ab hier. Ja, altes Mädchen, wie ich dich da rauskriegen soll, das weiß ich auch noch nicht. Ja, so geht's auch. Klar. Schweinchen. Die Sau. Ja, komm kuscheln. Ja, sicher. Oh, komm, ich hau dir einen auf den Arsch. Geh mal weg, Else. Else, hau ab hier. Aber ich klopp mich jetzt hier keine 14 runter, damit ich unter das Ding komme. Vielleicht wird das klappen, ich weiß es nicht.
das war jetzt schon so richtig lecker. Ich verteile dir mal ein paar Generatoren, damit meine Kühlschränke, ja, wie heißt das? Saft kriegen. Liebe Leute, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, ciao und bye bye. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 94 wieder. Tschüssi.